Wölfe werden allgemein als eher aggressive und wilde Tiere angesehen und viele Menschen halten sie für furchteinflößend. Der Wolf Kekoa ist aber nicht so, wie Wölfe gerne dargestellt werden und passt in keine dieser Schubladen. Im heutigen Video geht es um die Freundschaft zwischen einer jungen Frau und dem Wolf Kekoa. Des Weiteren sprechen wir mal ein wenig über den Wolf an sich und gehen auf die Frage ein, ob er gefährlich für uns ist. Kekoa genießt ein gutes Leben im Colorado Wolf and Wildlife Center. Die Organisation klärt Menschen über Wölfe, Kojoten und Füchse und ihre Rolle und Signifikanz in unserem Ökosystem auf. Die Tiere im Park sind aus den verschiedensten Gründen nicht fähig, in der Wildnis zu leben und leben nun in Sicherheit im Park. Danielle arbeitet im Colorado Wolf and Wildlife Center und verfügt über langjährige Erfahrung. Danielle war vielen Wölfen sehr nahe, aber keinem so nah wie Kekoa. Auch wenn sein Name übersetzt der Tapfere heißt, ist er eigentlich eher zurückgezogen und schüchtern. Kekoa hatte jedoch immer schon irgendwie eine Bindung zu Danielle. Man sah Danielle oft mit Kekoa und seiner Wolfsschwester. Diese Aufnahmen gingen viral. Man sah sie zusammen spielen und die Wölfe rollten sich auf den Rücken und wollten am Bauch gekrault werden. Man muss aber ganz klar sagen, dass das kein normales Wolfsverhalten ist. Die beiden Wölfe kennen bereits menschliche Nähe und das schon einige Jahre. Kekoa ist immer noch ein wildes Tier und das beweist er gerne in Anwesenheit seiner Schwester. Dennoch zeigen die Aufnahmen, wie harmonisch eine Mensch-Wolf-Beziehung sein könnte, wenn sie gepflegt wird. Auch bei uns haben sich in den letzten Jahren wieder verstärkt Wölfe angesiedelt. Wölfe sind zwar scheue Tiere, dennoch ist es durchaus möglich, dass sich Mensch und Wolf begegnen. Sind sie für uns gefährlich? Man muss ganz klar sagen, dass ein Wolf ein Raubtier ist, das Beute machen muss. Wir Menschen stehen allerdings nicht auf dem Speiseplan eines Wolfes. In den letzten 50 Jahren wurden 59 Menschen von Wölfen attackiert. 5 Menschen davon erlagen ihren Verletzungen. Jedoch konnte bei 38 der angreifenden Wölfe Tollwut nachgewiesen werden. Dabei handelt es sich um eine Virusinfektion, die aggressiv macht. In der Regel meiden Wölfe den Menschenkontakt und solange Wölfe und Menschen friedlich koexistieren, gibt es keine Probleme. Inzwischen haben viele Menschen nicht mehr Angst um ihr eigenes Leben, sondern vielmehr um das ihrer Nutz- und Haustiere. Jedoch werden bereits einige Herden mit Stromzäunen oder mit ausgebildeten Herdenschutzhunden geschützt, sodass es für Wölfe nicht mehr so einfach ist, Nutztiere reißen zu können. Um das Thema abzurunden, wenn man einen Wolf sieht, sollte man nicht in Panik ausbrechen. Es reicht schon, wenn man sich bemerkbar macht, zum Beispiel mit Händeklatschen, damit die scheuen Tiere verschwinden. Jedoch sollte man dem Tier nicht hinterherrennen, es nervös machen oder es versuchen zu füttern und sich damit als Nahrungsquelle darzustellen. Wölfe sind Raubtiere und man sollte sie einfach mit Respekt behandeln, dann werden sie dir auch Respekt entgegenbringen. Das war's auch schon. Eure Meinung zum Thema ist gerne in den Kommentaren gesehen und außerdem könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.